So, ich habe jetzt in ESM gerade irgendwas mit Ägypten. Das ist wahrscheinlich richtig, ne? Ja. Ägypten klingt gut. So. Dann wähle ich mal den Mercedes-CLK-GTR aus. Also Ägypten war zweimal hintereinander irgendwie. Genau. Ah ja, stimmt. Ja, gut, dann habe ich die Strecke. Ja, wir fahren jetzt Mercedes-CLK-GTR, ne? Zumindest irgendwas, was so ähnlich aussieht, habe ich da gerade, ja. Ja, das, ja, Taifun ist bei... Wir schreiben einen Taikun, wir fahren einen Taikun. Ja, oder Taikun, wie auch immer. Das ist bei N.I.C.E. 2 Mercedes. Also CLK GTR jetzt, ne? So, alle bereit? Ja. 3, 2, 1, Unfall. Guck dir diesen riesen Heckspoiler an. Und wir haben Nitro, ne? Oh, scheiße. Was denn? Was ist scheiße? Mein Gas geht nicht. Oh, da muss es noch ging aber eben noch. Vielleicht neu starten, oder? Mit F, warte mal, du konntest noch mit F5, glaube ich, die alles Eingabengerät switchen. Hast du das vielleicht? Kannst du drück mal das. Ah ja, jetzt geht's. Na dann. War das genau das, was ich sagte? Anscheinend. Ja. Ja, klar. Ja, wieso hat er denn aufs Falsche gewechselt? Echt komisch. Auf die Taste gedrückt oder so. Achso, wenn er von alleine aus, also vorher schon auf 5 gekommen bist vielleicht, ja. Dieser Sprung, ich sehe so viel aus. Ja, das sah nicht gesund aus, was du da gemacht hast. Achso, normales Getriebe war goldrichtig hier. Ach, du hast uns diesmal gar nicht die Daten gegeben. Ja, hier ist normal und alles andere sehr weich. Sehr weiches normal Getriebe, sehr weich. Ausgezeichnet. Ja. Ich nehme immer das sehr weiche Getriebe. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Also ein sehr weiches Getriebe? Ja. Ja, das eine ist, das sehr schnell kaputt geht, ne? Ja. Halt so aus Pappkarton-Zahnrädern und so. Ich meinte natürlich ein sehr kurzes. Das schaltet halt sehr sanft. Das der war echt gerade gut, ey. Nur Getriebe aus Watte, das ist doch... Oh, was mach ich denn heute? Na, wenn ich Nitro gebe, habe ich das Gefühl, das ist aus Watte, ne? Also... Sehr weiches Getriebe halt. Also bei den ganz steilen Berg nach oben, ne? Da musst du jetzt 2 Gänge runterschalten. Ich schalte hier gar nicht, das macht der von alleine. Ja, du kannst ein sequenzielles Getriebe, du kannst eingreifen. Jo, warum sollte ich? Der kriegt das schon hin. Nee, wenn er mit dem 5. Berg hoch sich schuckelt, das ist nicht so gut. Ja, ich habe andere Sachen, die ich vorher hinkriegen muss. Haben wir eigentlich Schaden? Ich weiß nicht, was das lang geht. Ja, wir haben Schaden. Ah, ich crashe auch jedes Mal gegen diesen Baum. Wir haben auch alle einen Dachschaden wahrscheinlich. Meine Tüte mit den Salzstangen liegt genau vor der Schadensanzeige. Ja, bitte. Salzstangen, okay. Dann ist die so lange weg, bis du sie wieder sehen kannst. Ja. Das Dumme ist, dann kann ich mich nicht aufs Autofahren konzentrieren, wenn ich das... Aber du kannst den Schaden dann sehen. Ja. Das ist die Strecke neblig, Alter. Wie viel Nebel willst du? Ja. Auch was mache ich? Jedes Mal, da ist eine Säule drauf zu fahren. Ja, ich habe so ein paar Bäume, die ich jede Runde einfach mitnehme. Ich weiß das nicht heute die ganze Zeit. Jetzt blöde Frage, welche Sonne? Säule hat er gesagt, nicht so. Sonne. Ja. Sonne. Er fährt gegen die Sonne. So Sonne. Stevie fährt gegen die Sonne. Das kann auch nicht jeder. Genau, mach das erstmal mal. Alter, da war zu viel, das war zu viel gewollt. Scheiße. Oh, 13% Karosserie, der hat sich geschmerzt. Ich weiß zwar nicht, wie man gegen eine Sonne fährt, aber... Ja, sehr hoch springen. Boah. Alter, wo lenk ich denn hin? Alter, ich mach mein Auto kaputt gerade. Wie sieht bei euch mit der Rundenzeit aus? 55. 50. 00. Da geht aber 54, ich bin noch langsam hier. Ach so, weil ich habe 59. Ja, ich habe 55, wie gesagt. Ich würde gerne jetzt mal ein Rennen fahren ohne gegen eine Säule. Oder Felsen zu fahren. Nö, ich schmeiß mich lieber auf die Seite in einer Kurve. Ist auch eine Möglichkeit, oder? Natürlich. Ist nicht auszuschließen. Hm. Vielleicht muss ich mit dem Handling erstmal klarkommen. Ich habe die letzten zwei Streams Payback. Oh Mann! Fährt sich dieses Spiel etwa anders wie Payback? Den hätte ich auch gerne angeguckt, aber das habe ich irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft. Ist ja auch nicht so, es gäbe es nicht eine Möglichkeit, alter Hupe, den immer noch zu schauen, ne? Ach so, hast du das online gelassen? Die VODs auf Twitch sind online und auch auf YouTube online. Also du hast die Möglichkeit, dir das zu schauen. Ja gut, dann gucke ich das nochmal nach. Auch wenn ich von dem Spiel jetzt, zumindest von dem, was ich bisher gesehen hatte, nicht so begeistert war. Du musst halt nur gucken, worüber du es eher nicht wieder auf die Seite, danke, worüber du es eher schauen willst, musst du halt selber wissen. Jetzt zum Nachhinein gucken ist YouTube sicherlich besser. Ja, bestimmt. Nur ich weiß halt natürlich nicht, wie pixelig der Stream auf YouTube wiederum ist, ne? Weil ich das halt nur von Twitch rüber exportiere. Ah, jetzt habe ich ja nicht. Jetzt habe ich auch eine 55 geschafft. Oh. Weil ich nehme das ja nicht nebenbei noch auf. Ich exportiere das ja einfach immer nur rüber, weißt du? Ja gut, das wäre auch zu viel Aufwand dann. Also deswegen einfach die letzten zwei VODs. Ja gut, was ich von den Need for Speed Spielen nach Shift jetzt bisher gesehen habe, das oh, da fährt Stevie ja schon. Das hat mir großen... Mann! So ein Hai! Wirklich jedes Mal in diesem Scheiß-Tunnel. Eine Säule oder ich schmeiß mich auf die Seite. Jedes Mal! Ja, wie gesagt, musst du halt gucken, ob es dich interessiert oder nicht. Ja, reingucken tue ich auf jeden Fall, wenn ich das Spiel irgendwie dann zu scheiße finden sollte, dann gucken, weiß ich nicht, ob ich es zu Ende gucke, aber... Ich kann dir jetzt auch nicht dazu zwingen, das zu Ende zu schauen, das ja, natürlich. Du kennst aber meinen VOD-Kanal, ne? Ich habe ja zwei, ich habe den Hauptkanal und den VOD-Kanal. Ja, du hast ja den einen und den einen, der etwas kleiner war, wurde dann die ganze... Ja, der VOD halt, ja. Der hat witzigerweise 12 Abonnenten, genau. Der Kanal, der schon seit Jahren existiert und x Milliarden Neustarts hatte. Und ich ihn jetzt einfach nur noch als VOD-Kanal missbrauche. Und einfach die VODs bleiben, weißt du? Das war die einzige Möglichkeit, die ich jetzt wusste, die ich mit dem Kanal anstellen kann. Ja gut, ist ja eine sinnvolle Anwendung, da ist das zumindest irgendwie getrennt. Oh, scheiße, das war eine richtig beschissene Runde gerade. Ich dachte, ich schaffe es im Tunnel mal keine Säule zu nehmen. Dann habe ich eine Kurve zu eng genommen und eine Säule mitgenommen. 1,176 hatte ich eben das... Oh, das ist langsam, ja. Oh, beschwer dich nicht, ich habe eine 1,3. Ja gut, das ist doch langsamer, aber... Bei meinem Fahrstil, den ich hier gerade aufsetze... Ups, Alter, fertig. Ja gut, es spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, wie viel Nitro ich jetzt tatsächlich gebe. Bei meinem Fahrstil lasse ich das Nitro weg. Wie, du schaffst es ohne Nitro in 1,3? Das ist aber auch schon... Also ich habe es jetzt ohne Nitro nicht probiert, aber ich hatte jetzt gedacht, dass man dann langsamer ist. Wobei ich mit dem Nitro natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich halt die Schadensanzeige nicht sehen kann. Weil du die Salzstangen nicht gegessen hast. Selber schuld. Ja, es sind noch ein paar über, aber ich habe die Hälfte habe ich bestimmt schon gegessen. Ne? Während des Rennens? Nein, vor dem Rennen. Ah, okay. Gott, bei dem Auto fresse ich die Bremsen im Bauch auf, ne? 79% habe ich die schon. Salzstangen sind, glaube ich, etwas gesünder als Bremsen. Ja, so, ja, jetzt habe ich es auch mal kapiert, ja. Ich mag diese Variante von dem Song. Ja. Das ist meine Lieblingsvariante von Into Central City. Besser geht's nicht. Das ist nicht mehr zu toppen. beste Cover überhaupt. Wobei diese Version von der Musikmod da, die du ja auch schon eigentlich seit knapp 10 Jahren oder länger da hast und ich ja auch benutze, die ist auch nicht schlecht. Funktioniert. Das Wichtigste. Oh, hier war gerade Sweet Hearing, holy shit. Habe ich jetzt echt glatt mal gesehen. Von welcher Map ist das? Map 9 oder so, glaube ich. Ja, ne? Into Sandy City. Mann! Oh, ja, mit Wheelie hier runter. So wie sie es gehört eben. Oh, schon wieder eine Minute, das... Wisst ihr, Wheelies kann man auch in N.I.C.E. 2 machen, nicht nur bei Cruis'n Blast. Yo, geh doch da weg! Scheiße! Ich hätte früher Nitro geben müssen, dann hätte ich nochmal verbessert. Das Lustige ist, wir fahren gleich noch bei Ägypten. Aber andersrum. Toll. Mit dem Terminator geht die... ja, der hat so ein mega langes Getriebe, selbst auch sehr kurz, das... also da ist der CLK-GTR schneller. Voll. Alter, ich sollte die Hupe endlich irgendwann mal umplatzieren. Jedes Mal drücke ich diese dumme Dreckshupe. Ab in den Kofferraum damit. Motor 5%, ich hätte mehr Nitro nehmen sollen, wie es aussieht. So, 54,48 Tomate, was bietest du? 55,76 habe ich, aber ich bin noch nicht durch, weil ich wusste doch, So, der Rest dachtest du sehr kurz, ja? Ja, alles sehr kurz. Ja, aber ich muss jetzt tatsächlich... Also ein bisschen kurz auf Tomate warten, bis er durch ist, ne? Ich konnte ja erst später starten. Weil ja mein, weil ja mein Lenkrad erst nicht wollte. Mhm. So durch wäre ich an sich, aber ich sollte vielleicht noch mal das Telefon holen, dass ich da noch einen, Screenshot-Technologie. Ja. Was hast du denn anzubieten? Meinst du jetzt Gesamtzeit? Gesamtzeit, jo. Ja. 10,49,96. Der zweite. Aber ich mach trotzdem noch mein Bild, weil, eh das vorbei ist hier. So, dann kann ich das ja schon mal... Dann kann ich ja schon mal bei mir weitermachen. So. Steuerung 2 nicht vergessen, Kirscher. Oh! Außer nochmal. Das Ding ist wahrscheinlich... Ja, das wird gar nicht so. Wahrscheinlich würde es nicht auffallen, wenn wir es vergessen würden, Steuerung 2 zu drücken. Ja doch, es fährt ja alles völlig anders sein und ja, ihr seht die Karre, aber ich sehe die ja nicht. Ja, wenn du es vergessen würdest, würde es nicht auffallen, ja. Ja. So, achso, weiter drücken. Wäre vielleicht sinnvoll. Der könnte Waffen haben. Ach Moment, jetzt wo ihr das nochmal sagt, ich wollte vielleicht nochmal das Getriebe abändern hier. Ja, noch kannst du. Ich altabbe hier nirgendwo. Ich hab das schon gemacht. Ich glaube, ich hab's richtig gemacht. Ich kann altabben, wie ich will. Ja, aber bei diesem Bildschirmzeugs wechseln ist halt immer diese Absturzchance ziemlich hoch. Ja, kurz. Jetzt passt. Ja, ich bin ja sowieso im Singleplayer, da ist das ja erstmal relativ unbedenklich. Na, darum ging's nicht, es geht um Kirsches PC. Ich meine den Reboot, ja. Ich darf doch dieses raushaben, nicht weil sonst... ja, ich darf das schon, das ist halt eben nur... ist jetzt die Frage, wenn ich raushaben würde, nur mal angenommen, und das Rennen nicht neu starten würde, würde der dann eigentlich mit dem richtigen Getriebe starten? Hä, was die nochmal? Jetzt was? Wenn ich während des Rennens das Getriebe wechsle, würde der das dann akzeptieren oder? Nee. Okay, also Rennen. Also Eddie könnte das, aber das RSM tut halt nicht. Im Warm-up kannst du das während der Fahrt wechseln, aber nicht im Rennen. Eddie baut ja auch im Rennen das sehr kurze Getriebe in ein sehr weiches Getriebe um. Das kann Eddie im Warm-up. Im Warm-up kann Eddie das während der Fahrt umändern. Sind wir jetzt mal so weit? Ja, jetzt können wir loslegen. Okay, 3, 2, 1, go, go. Keine Waffen? Amazing. Aber dann habe ich schon im dritten Auto, weil dann ist der Terminator ausgewählt bei mir. Es wird so kommen, das wissen wir alle. Ich habe umgestellt auf Repair. Der fährt sich nicht so gut wie ein CLK-GTR. Hat man hier Nitro? Ja. Schaden? Ja. Ja, natürlich. Ich glaube, alle Rennen haben Schaden diesmal. Ja gut, das Rennen ist jetzt ja eh nicht lang wie das nächste, dann wird das letzte auch funktionieren. Aber nach dem Rennen hier... Nach dem Rennen hier sollte ich vielleicht wirklich die Seitenstandpackung verlegen. Boah, die Sonnenblende! Du hast die immer noch nicht weggelegt! Aber... Oh, bist du ein Troll. Wie ging die Strecke? Eigentlich kann ich auch 2 Sekunden Pause hier machen, weil... Okay, das ist ja allein. Ja. Aber Rennen 3 und 4 ist ohne Nitro. Hallo Säule! Hallo Stevie! Hallo Säule, nochmal, weil ich schon mal... Ja, die muss jetzt... Reifen hatte. Die muss jetzt von der anderen Seite... sind das die Säulen im Tunnel oder... Ja, natürlich. Wo sind hier noch Säulen? Oder die Sonne, man weiß nicht. Ja, die Sonne, ja, klar. Ja, nicht zum Baum hin. Wenn man plötzlich von der Strecke mehr sieht, weil kein Nebel mehr da ist. Naja, jetzt ist abends, ja. Ja, tiefstehende Sonne hier. Ja, irgendwo blendet es richtig. Damit ich dagegen fahren kann. Ist die Sonne, genau. Tief, ja. Trotz sehr kurzem Getriebe wirkt das Getriebe sehr lang. Findet ihr nicht auch? Also, Kirschi kann da nichts von sagen, weil der hat normal. Ich hab sehr normal. Hast du kein sehr weiches Getriebe? Nee. Wow. Ja, es gibt sehr hart und, es gibt sehr lang und sehr kurz, aber es gibt sehr lang und sehr kurz, aber sehr normal gibt es irgendwie nicht. Ja, weil ich das auch Spezialausfertigung. Also ich hatte gerade echt Übersteuern gehabt, doch. Holy shit. Ja, fahr mal lieber langsamer, sicherer. Und dann stand er erst nach 5 Sekunden an der Säule, weil ich den Reset-Knopf nicht wieder gefunden hatte. Kirsch hat das Spiel für sich verändert, dass er kein normales, sondern ein sehr normales hat. Yep. Ach Mist, Kirsch, ich durfte das glaube ich gar nicht verraten, ne? Scheiße. Ja. Merkt eh keiner. Dabei, könnt ihr bitte wieder auf allen Reifen? Wenn man so bedenkt, also wenn Porsche jetzt gewinnt, dann wissen wir warum. Weil er ein sehr normales hat. Alter, Stevie, bist du das? Geh weg! Was? Ich bin gar nicht bei dir! Das Demon? Ja, natürlich, ich will wieder raus. Verwundest du mich? Nein! Ich hab doch die Säule geknutscht. Ach so, ich hab's geführt, ich hab's gar nicht gemerkt. Ja, natürlich hast du geführt, deswegen. Also wenn du in der dritten Runde schon überrundet wirst, das... Ja, deswegen habe ich ja gerade so ein bisschen Panik geschoben. Ja, ist so schön, du hast mir die Sicht komplett versperrt, danke dafür. Ja, sorry, Verhalten und Sicherheitsabstand. Alter, deswegen jetzt verlieren oder was? Kann ich angehen. Naja, es sind 12 Runden. Halbe Tacho Abstand, ja, also. Ja, du bist aber nice gut, das ist leider problematisch. Nö, Tommy hat Zweiter geworden gerade. Ja, aber du hast deine bestimmten Strecken und Autokombinationen, wo du auf einmal voll abgehst. Ja, aber das ist die gleiche Strecke. Ja, aber ein anderes Auto. Das andere, genau. Das scheint bei dir wohl einen großen... Und rückwärts, das scheint bei dir alles Unterschiede zu machen, wie es aussieht. Ja, sag das der Säule. Oh, diesmal hast du die mitgenommen. Ja, ich hatte die eine Säule mitgenommen, weil mein Auto angefangen hat zu übersteuern. Aus irgendeinem Grund. Und ich habe immer noch Schwierigkeiten mit dem Gasbremse. Halt verwirrt, dass beides auf dem gleichen Pedal ist. Das mit dem halben Tachoabstand ist aber während der Fahrt ein bisschen schwer auszurechnen, wenn man sich dann darauf konzentrieren muss, mit Pi zu rechnen. Was? Pi? Was? Du musst einfach nur die Zahl halbieren. Du hast ja den Abstand zwischen der Null und dem jeweiligen Punkter und der, also so schnell wie du fährst. Und das ist ja ein Kreisbogen im Prinzip. Bitte was? Du fährst 170, digitale Anzeige. Jetzt musst du die Hälfte davon ausrechnen. Ja, digitale Anzeige. Also bei digitaler ja, aber wenn du einen Analogtacho hast, dann ist der ja rund und du hast, ja, da guckst du halt, wo es ist. Wenn es zwischen 50 und 60 ist, dann ist es halt 55. Ja, richtig. Okay, ich glaube, ihr habt den Witz nicht verstanden. Nein, du musst das nicht so genau ausrechnen. Nee, darum ging's auch nicht. Du musst da auch keine mathematische Formel ausmachen. So, es ging eigentlich darum, dass, wenn die Null und die, Geschwindigkeit, die du fährst, wenn die auf dem Tacho jetzt 10 cm auseinander sind, dass du dann 5 cm Abstand haben müsstest. Nein. Es geht nicht um die Größe des Tachos, sondern um die Zahl, die er anzeigt. So wie die Leute, also was ich teils in Videos sehe, wie nah die Leute teils einem auffahren, machen die das wohl auch. Das sagt mein Getriebe, 31. Ja, sage ich ja, halbe Tacho da, die. Aber was ist denn los? Dieses Auto macht hier Dinge, die es nicht tun sollte. Jetzt fahr doch in den... Mann, mach doch mal den... Was ist denn das und gib doch... Alter! Wobei, du kannst natürlich auch sagen... Du kannst natürlich auch sagen, die Tachodade ist 6 cm, dann ist 3 cm Sicherheitsabstand. Resettet der mit dem zweiten Gang, weigert sich in den ersten zu schalten, dann rollt er den Berg runter, Alter, statt dass er einfach mal Gas gibt. Weil das hast du jetzt... Anstatt dass du einfach runterschaltest. Hat er ja nicht gemacht, diese... Oh, ich keine Ahnung. Ah! Ja, jetzt habe ich natürlich gekackt, denke ich mal. Ist halt eine Kirsche, fährt nochmal gegen die Säule. Ja, ich muss nur nachmachen, es ist die Hälfte ist rum. Alter, geiles Lied. Ja, toll, 1,14 eine Runde, Alter, leck mich doch. Mal gucken, ob dieser Renntag sich jetzt Grönland und Frankreich anschauen dürfen. Hm. Oh Mann. Das war schon irgendwie witzig. Was habt ihr für eine Rundenzeit zu bieten? 57. 56, 18. 50, scheiße. 101. Ich bin bei 59. Ja, oh, das nervt mich jetzt, ey, Mann. Dann wird diesmal wahrscheinlich maximal im Platz 3 drin sein. 12 Runden oder so. Ja, nicht mehr, aber ja. Insgesamt. Es sei denn, du hast erst eine Runde geschafft. Wäre auch möglich. Oh, 54, 13. Aber ich habe ja machbar euch langsam sein. Gut, wir sind ja schon bei 11, dann kann ich ja so weiterfahren wie bisher. Ah, 59, 17, das ist aber immer noch zu langsam. Meine Fresse. Ich hab wieder die Hupe gedrückt, falls es zurückwerft. Ich vermisse an meinem Lenkrad so ein bisschen auch so eine Taste, die wirklich da ist, wo eine Hupe wäre. So. Ich muss hierbei reinhalten, ey. Hab ich aufs Auto getreten, das kannst du dir mal vorstellen, oh. Ja, mach's am besten gleich kaputt. Habe ich bestimmt auch schon gut gemacht. Ich habe gar nicht auf die Schadensanzeige geguckt, also keine Ahnung. Aber das muss das jetzt einfach mal aushalten. Das war mir jetzt egal. Lass mich doch nicht verarschen von dem Auto. Jetzt habe ich auch so eine scheiß Säule mitgenommen hier. Letzten Rennen nicht ein einziges Mal. Ja, es hat ein bisschen gelitten, aber es macht nichts, das passt schon. Eddie macht das schon. Eddie soll ja auch mal was zu tun haben, ne? Ja, solange er noch genug Kaugummi hat, kriegt das hin. Man muss echt aufpassen, bei den langsamen Geschwindigkeiten in dem Tunnel, bei den scharfen Kurven, kann es echt passieren, dass er übersteuert, ey. Und das kommt dann immer so unerwartet. Übersteuert? Wie geht das? Wenn man es zu schnell um die scharfen Kurven fährt in dem Tunnel. Das kann ins Auge gehen. Oh, jetzt habe ich endlich auch eine 56. Oder 56, 96, aber... Na, ich bin mit 53, 71 angekommen. Soll denn das gehen? Indem man Kirsche vorgelassen hat und quasi im Vollgasmodus war, weil ich Kirsche wieder haben wollte. Ich komme nicht unter eine Minute, gar nicht. Wie viele Säulen pro Runde nimmst du mit? Aktuell gerade keine mehr. Steht wahrscheinlich keine mehr. Ja, das wäre schön. Das ist ein anderes Thema. Hast du alle Säulen weggeschoben? Ich hab sie alle rausgecodet, obwohl ich gar nicht coden kann. Oh, Wagen macht keine Scheiße hier. Boah. 1,5, also jetzt... Oh, das ist nicht gut, Hummel. Nee, absolut nicht. Jetzt muss ich mir Mühe geben, dass ja, ich habe eine 59er Zeit endlich. Mir Mühe geben, dass ich nicht letzter werde. Also eine 1,5, das ist schon... Naja, waren ja sicherlich nicht alle Runden so, also von daher... Nee. Mach dir mal keine Sorgen. Aber das sind halt schon drei Stevie-Runden, die ich halt... Alter! Hab ich auch verstanden. Nee, nee, also ich meine, du bist ja im Schnitt 2 Sekunden langsamer als ich. Und wenn ich dann jetzt 6 Sekunden langsamer war als du dabei, dann habe ich ja 3 Runden... Wieso die Säule jetzt? Nein, nicht noch eine! Gut, 11. Runde habe ich mir wieder angefangen, Säulen mitzunehmen. Oh, Brems. Hat nichts mehr gebracht. Ich wurde nicht überrundet, also darf ich noch eine 12. Runde fahren. Boah. Das Getriebe bei dem Auto hat in meinen Augen schon bei 70% rumgezickt. Was ist das denn jetzt? Das ist echt komisch. Wenn das Auto manchmal Sachen macht, die keinen Sinn ergeben, ne? Oh, nach dem Ziel kann man die Waffen gar nicht mehr wechseln. Ich hatte gar keine Waffen. Ich auch nicht. Aber die werde ich beim dritten Auto haben, weil er mich jetzt beim dritten Auto das Auto anzeigen wird. Ah, aber man kann die Tränen anmachen. Wo ist eigentlich die Hupe? Ja, klar, du bist ja noch nicht hier. Aber wo ist denn die Hupe? Ich weiß. Dank deines höre ich die doch gar nicht, ne? Oh yeah, Dagoba ist das, glaube ich. Seid ihr schon durch, oder? Ja, jetzt gerade durchgerollt, alle. Ich habe eine 12, 13, 51. Ich habe eine 11, 50, 17 und als eine Rundenzeit 53, 71. Ich habe eine 12, 2 insgesamt. Ach, du Scheiße. So, Steuerung 3. Dann sollte ich vielleicht nochmal das Getriebe ändern, ne? Auf sehr weich. Wieso? Normal war doch gut. Auf sehr weich, ne? Betonlich auf weich. Ja, genau. Genau. So, vielleicht bringt es ja was, wenn ich jetzt ein anderes Auto auswähle. Oder ich glaube, hier ist auch das Regengetriebe angemessen. Ja. So, ich habe jetzt einfach mal ein anderes Auto gewählt. Bei diesen komischen Lamborghini Diablo da, oder? Mhm. Ach, war das diese Strecke mit Regen? Ja, zumindest haben wir hier ein Regengetriebe vorausgewählt. Oh je. Lamborghini und Regen, das ist auch bei N.I.C.E. keine gute Kombination. Also, kein Nitro, aber schade. Eine schlimmere Kombination als bei High Stakes kann es auch nicht sein. Oh, nee, bei High Stakes ist das schlimmer. Ja, achtet auf die Gravitation, die ist ganz schlimm. Oh, ja, hast du recht. Alle bereit? Ach, sorry, ich habe jetzt schon angefangen. Nee, also 3, 2, 1, go. Oh jetzt ja. Oh, es regnet. Achtet auf die... Ja, der Grip ist scheiße. Lamborghini ist auch bei N.I.C.E. 2 im Regen nicht keine Freude. Und die Berge, Achtung, Achtung, scharf verbremsen. Die Gravitation ist nur auf 109 oder so. Eieiei, wie der am Rutsch! Und ich hab's schon, die war schon zu gemütlich. Und ich war schon zu gemütlich. Das war schon zu viel. Ja. Und ich war schon zu gemütlich. Ja, war doch noch so schnell für den Berg. Alter, wir müssen Stevie wieder einholen. Und der Regen. Ihr seid vor mir, du Trottel. Und ihr. Oh, stimmt, ist auch abgeflogen? Oh, sind die alle abgeflogen? Ich bin der Erste. Oh. Also, wenn man erstmal auf Dingens hier ist, auf oh, das geht nicht gut. Oh, fuck. Oh, shit. Es ging gut. Da kann man landen. Das war aber eine ganz sicher richtig scheiße an. Habe ich das schon gesagt? Typischer. Der kommt ja um keine Kurve ohne zu schleudern. Ja, du fährst einen Lamborghini bei Regen, ne? Das klappt bei High Stakes schon nicht. Ja, aber durch diese Kombi auch noch mit, da kommt alles zusammen. Und das müssen wir 17 Runden aushalten. Ja, 17 Runden. Ich sollte den aber harmloser fahren, sonst habe ich gleich keine Reifen mehr. Au. Okay. Oh, ich mache bei Reset jedes Mal so eine blöde serielle Anzeige an. Mach den Reset-Knopf an. Ja, eigentlich sollte es auf dem Lenkrad sein, aber manchmal geht's, diesmal geht's halt eben nicht. Stimmt das für Reset auf F? Nein, ich drücke R, aber ich drücke zusätzlich auf F offensichtlich, weil mit F geht's dann wieder aus, was auch immer das für eine Anzeige ist. Nee, achso, die Anzeige, ja gut. Ja, die FPS-Anzeige. Average FPS und Max FPS und so weiter. Und Current FPS. Naja, beide Standards. Bringt ja viel, wenn man das Ding hier auf 60 lockt. Ja, es ist auch absolut anzuraten. Aber damalige PCs konnten das Spiel nicht in 1000 FPS darstellen. Lame. Damalige PCs konnten das auch noch nicht mal in Full HD bringen oder so davon ab. Damalige PCs, also ja gut, es war mehr den Monitor zu verschulden, aber die konnten wahrscheinlich noch nicht mal 16 zu 10 da. Okay, scheiße. 4 zu 3 war damals doch. Jo. Oh. Hi Stevie. Ja, du kannst Springface gegen das Schild. Also Lamborghini in den Regen, ne, das ist einfach nix. Du kannst selbst Doom 3 ohne Mods nicht in 16 zu 10 spielen. Doom 3? Doch, das kannst du ohne Mods in 16 zu 10 spielen. Echt jetzt? Ja. Okay. Musst du die Config-Datei Aspect Ratio auf -1 oder -2 irgendwie sowas stellen. Okay, das geht. Es ist das Spiel ja von id Software, die denken ja nach, ne? Das ist auch wieder richtig. Ich glaube, die haben damals nicht mitgerechnet, dass man das... Wolltest du denn in der Kirche? Ich wollte mir mal die Landschaft hier angucken. Und wie war sie so? Scheiße. Nicht weiter zu empfehlen, ja? Wahrscheinlich werde ich mir trotzdem nächste Runde wieder angucken. Aber diese Anzeigen von N.I.C.E. 2, die sind schon wirklich sehr, sehr hilfreich bei der ganzen Geschichte. Denn man weiß ja dadurch, wie schnell man dann über den Berg fahren darf. Wobei jetzt, wo du es so sagst, ich glaube, es ist wirklich so, dass kaum einer, also zumindest bis Doom 3, dass das kaum einer hinbekommen hat, die Spiele so fehlerfrei zu machen wie id Software. Ja, glaub, natürlich. id Software ist amazing. Ja gut, oder zumindest war das irgendwann mal, also... id Software... Da ist das Einzige, was man id Software ankreiden kann, die kümmern sich zu wenig um VR. Ja gut, ja, weil es keiner braucht, die wissen, was sie tun. Also das Spiel an sich ist nicht schlecht, aber Wolfenstein 2009 hatte 30 FPS. Wolfenstein 2009 hatte 30 FPS Cap, also... Okay. 30 FPS Cap? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das war jetzt Software, ernsthaft? War das kein anderes Studio? Also es kann natürlich auch sein, dass das Raven war, mit denen haben sie das ja zusammen gemacht, aber... Also von id Software kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die so einen Unsinn treiben. Ja, aber also wahrscheinlich war es Raven ist schuld dann. Weil id Software fährt eigentlich immer uncapped. Außer Quake Champions, das haben die jetzt auf 300 FPS gecapped, weil die Engine auch keine id Tech Engine ist, sondern von Saber Tech. Und die Engine kackt bei über 300 FPS dann doch ein bisschen ab. Ja, das ist ja doch mal das Ironische da dran. Wolfenstein 2009 hat ja auch id Tech 4. Nee, Tech 4. Ich hasse Lamborghini bei Regen, habe ich das schon mal gesagt? Ist es nicht nur... Meinte, dass du es erwähnt hast. Ist es nicht nur ein High-Stakes-Problem, wie es da aussieht? Weiß nicht, ob du es gesagt hast, sagt uns das doch sonst nochmal. Ja, besser ist das, ne? Also dieses Auto, ne? Oh, ich habe schon 52% bei Bremsen. Ja, das ist ja normal. Das ist ja super. 62. Ich habe 67. Oh Mann. Ich flieg aber auch dauernd ab. Diese blöde Autobahn, weg mich doch. Wo ist denn eigentlich die Tankstelle? Das ist jetzt auch noch vielleicht doch mal interessant. Das ist eine gute Frage. Welche Autobahn auf diesem Planeten hat so einen Berg? Ah. Oh, ich flieg aber auch gleich wieder ab. Oh, nicht zu schnell fahren mit diesem Auto, das geht nicht, es regnet! Die Runde war ja echt langsam. Das Lied würde auch zu Doom passen, so ein bisschen. Na klar. Ich bin aber Arma 2. Na, siehst du mal, Arma hat auch gute Songs. Ah ne, Flashpoint war das Problem, ne? Genau, Flashpoint war die Problem-Songs. Da muss ich mal Flashpoint rausnehmen. Alter, wieso schaffe ich diese Kurve nicht ein einziges Mal richtig? Weil du zu schnell fährst. Ich glaube, ich habe noch nie Flashpoint gespielt. Das Spiel an sich ist cool. Aber ich habe es lieber bei meinem Freund zugeguckt. Weil ich selber... nee, lieber nicht. Aber zum Suchen war geil beim Freund. Der hat dazu ein Let's Play gemacht. Ja, vielleicht müsste ich wieder... Man darf auch nicht... Ach ja, und was mit den Regendingern, die Dateien, die ich euch ja immer gebe, ist, habe ich das auch so gemacht, dass wenn wir beim Gas geben, leichter die Reifen durchdrehen können, weil das macht ja Sinn bei Regen. Weil ich fand das doof, dass das bei N.I.C.E. vorher überhaupt gar keinen Einfluss hatte, das Wetter, ne? Ja, das ist auch... Also, N.I.C.E. macht ja so viele Spiele-Sachen besser eigentlich als die meisten Rennspiele und da haben sie dann... Ja. Aber... Aber man kann dann ja selber Hand anlegen, ne? So wie ich das jetzt dazu. Ja gut, ist die hier bei High Stakes, das ist älter, also ja. Nee, ich meine halt nur, weil es halt auch damals schon ging, dass du Wetterabhängigkeit hattest. High Stakes ist neuer als N.I.C.E. Du kannst EA nicht mit Nitic vergleichen. Ja gut, das ist... Funktioniert einfach nicht. Ja, die hätten ja auch an die Autodaten bloß ändern brauchen. Das wäre jetzt nicht so das Thema gewesen. Die haben es halt einfach schlichtweg bloß nicht gemacht. Ich meine, das ist ja kein Engine-Problem. So würde ich das ja auch nicht machen können. Ich wollte gerade sagen, wenn das eine Privatperson bei so machen kann, dann hätten die das definitiv machen können. Ja, ja, das wäre kein Problem gewesen. Alter, diese eine Stelle darf man nicht zu viel Gas geben, dann drehen wir mich tatsächlich die Reifen durch. Oh, die Bremse, scheiße. Ja, was soll ich denn sagen? 83%. Ja, ich habe schon 93, ja eben. Was bist du denn da, wenn du so Bremsen schon hast, die... Bremsen schon, ja genau. Die sind doch voll in Schuss noch bei dir. Guck dir unsere Bremsen an, Alter. Also ich habe eine gute Ausrede. Bei mir ist Bremse auf dem Gaspedal, was echt schwer zu steuern ist. Was ist deine Ausrede? Ja. Du hast die Bremse auf dem Gaspedal? Was? Naja, das ist ein sehr spannendes Setup bei sich. Na, ich habe Gas und Bremse beides auf dem gleichen Pedal. Ja. Wenn ich das Pedal halb drücke, dann rolle ich. Ja, mehr dann Gas und weniger dann Bremse. Alter, wie kannst du da teilweise mit mir mithalten? Ich sag nicht, dass ich damit fahren kann, das ist riesen Chaos. Das ist bewundernswert. Warum ist das denn so dumm bei dir eingestellt? Weil das die einfachere Version war, um es zum Starten zu kriegen. Alter. Ich kann es besser machen, aber dafür musste ich immer diese ganzen USB-Dinger deaktivieren. Dann brauche ich eine Stunde allein für die Vorbereitungszeit. Jetzt bin ich zwar gut geflogen über den Jump, aber das Schild war... Dass du das sowieso machen musst, ergibt sowieso einen Sinn. Alter. Ich frage mich, wieso der Hersteller überhaupt auf die blödsinnige Idee kommt. Naja, während N.I.C.E. 2 Schwierigkeiten hat, Dinge zu erkennen. Er kennt Porsche, USB-Sticks und hat sich als Eingabegerät. Ja, warum nicht, wenn du am Steuern kannst? Porsche erkennt alles und N.I.C.E. nur, ja, wenn es Lust hat. Ich bin es ja schon gewohnt, dass ich für die Games zum Beispiel mein Streamback ausstöpseln muss. Ja gut, aber das mit Porsche, das ist aber eigentlich auch lustig, weil Porsche ist eigentlich sonst so gut durchdacht an sich. Tja, ja, die wollten den Fehler von N.I.C.E. nicht mitmachen, ne? Die sagen sich, wir erkennen einfach jedes USB-Gerät. Ja, aber das hatte ja mit Porsche nichts zu tun, ne? Das war irgendwie so ein Direct-Input-Fehler oder sowas. Dass der einfach viel zu viel Zeug anzeigt. Ja, kann ich diese Direct-Input-Datei N.I.C.E. einfügen? Habe ich ja gemacht, aber hat irgendwie nicht geholfen. Nee, wahrscheinlich nicht. Da musst du den Programmcode wahrscheinlich auch entsprechend für haben. Nö, nö. Musst du nicht. Alter, ich krieg die Kurve nicht einmal. Nicht einmal. Oh. Wenn ich sie sehe, ist es schon zu spät. Was? Wieso kippst du um, wenn ich gerade fliege und wenn ich schief fliege, bleibt das fährst du von Roll weiter? Was ist da denn los? Das macht doch gar keinen Sinn. Ah, diese Bremse, ich glaube, ich bin schon wieder bei 63%, obwohl ich schon bei der Tankstelle war. Ich glaube, ich musste auch mal tanken. Die Bremse kann man sich nicht mehr antun, ey. Das ist ja... Boah, Alter, Stevie ist irgendwo. Ich bin jetzt gleich auf der Autobahn. Ja, warte mal. Okay, gleich habe ich die 100% Bremse. Ich hab's gleich. Alter, und die vergesse ich auch jedes Mal. Es gibt echt zwei Sprünge, die ich jedes Mal verkacke. Ja, diese Kurve geht nicht mehr mit 100% Bremsen. Das ist so offiziell nicht mehr möglich. Ich muss an die Tanke. Das kann man sich so nicht mehr antun. Ah ja, der Bremsenverschleiß ist auch erhöht bei Regen. Nur mal so angemerkt. Also wundert euch da eh nicht. Nicht überschlagen. Nicht auf der Nase rutschen. Ach, Drecksding. Wo waren die scheiß Tankstelle nochmal? Ah, da ist sie. Ah, ich muss nochmal... Scheiße. Komm, lass mich da jetzt endlich hin, verdammt nochmal. Ich muss da jetzt ran. Das ist eine gute Frage. Die ist nach dem riesen fetten Sprung. Ja, bei diesen Sprüngen. Also nach dem ersten. Also der riesige große Sprung nach dem Start. Nicht Autobahn, ne? Aber gut, da kann ja auch schlecht eine Tankstelle sein. Okay. Wenn es eine Autobahn wäre... Nein, da war die böse Stelle. Ach, ich kann eigentlich gleich Reset drücken. Wenn es da eine Autobahn wäre, wäre man ja arm, nachdem man seine vollständige Reparatur hat. Da! Okay, dann fahre ich die Runde noch weiter. Ich wurde zurückgefahren. Ja, die ist aber auch grün auf grünem Hintergrundbereich, ne? Das ist ja geil gelöst. Ja, vor allem hinter dem fiesen Berg, das ist das Gemeine. Da fahr ich halt die Runde auch noch so. Oh ja, ist klar, Auto. Komm, bitte. Oh, es geht weiter. Cool. Na, von mir aus doch das. Sprung. Gut gegangen, dann hab ich überlebt. Er bremst wieder für 3 Kurven. Lange wird es ja nicht anhalten bei meiner Bremserei hier. Vielleicht sollte ich nicht das Bremspedal mal ganz durchtreten. Nein. Ja gut, jetzt wollte ich mir da mal anschauen. Fand ich geil. Nicht umkippen, danke. Vielleicht sollte ich das Bremspedal nicht immer komplett durchtreten. Vielleicht hilft das ja. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mir N.I.C.E. Sowas wie Force Feedback wünschen würde. Ach, Force Feedback. Hat N.I.C.E. 2. Echt jetzt? Ja, klar. Ach, jetzt mache ich mal Kirsche nach und dann schauen wir die Gegend da auch mal an. Okay. Ja, mach das. Ich mach's jede Runde. Cool. Lohnt sich nicht. Ich bin über dieses Haus rüber geflogen. Ja, aber und weitergefahren. 98% Reifen und 84% Reifen. Was hast du denn? Was hast du denn mit? Nochmal, warte, ich hab mich vertan. 85% Reifen, 98% Bremsen. Warum zur Hölle sind deine Reifen so hinüber? Weil ich nur noch am Rutschen bin die ganze Zeit, weil die Bremsen so scheiße sind. Okay, aber meine Reifen haben 35. Na gut, die Tank hat jetzt ein bisschen geholfen, aber 95 waren die nicht, also... Oh, die Mut. Ach meine... Hab ich das jetzt richtig gemacht? Nein. Oh. das auch. 84 schaffe ich noch eine Runde? Ja. Ich war bei 95% noch eine Runde gefahren. Du traust dich das so zu fahren? Ja, bis eben das Auto eigentlich. Achso. Kannst du mich? Ja, jetzt. Ja, ich fahre hier locker an dir vorbei. Aber ich finde das echt cool, wie das funktioniert, ne? Also teilweise wirklich, wenn du zu viel Gas gibst, dann drehen die Reifen durch. Ey, das ist amazing. Also nicht nur beim Anfahren, sondern wirklich echt auch beim schnellerer Fahren. Komm, nicht umkippen. Danke. Bin ich ja total glücklich mit, dass das so gut funktioniert. Ich bremse schon wieder 76. Doch fuck, warum bin ich überhaupt an die Tanke gefahren? Für die 2 Runden, wo es dann mal besser ist. Oh. Lohnt ja gar nicht. Ja, der Sprung war schön. Nein, ich hab's schon wieder vergessen. Zum Kotzen. Die Musik ist auch lustig. Jo. Enigma TNG. Erkennt man sofort. Was zum? Lass dich bitte wieder auf die. Danke. Aber wenigstens kann man jetzt diese Kurve wieder nehmen. Ah, hier darf ich nicht. Nee, ich darf nicht zu viel Gas geben. Ich muss echt wie eine Simulation Gas geben. Nur Halbgas, damit ich hier wegkomme. Ohne drehende Reifen. Das ist sehr cool, das Nice, das so gut cool kann. So muss eine Regensimulation sein. Jetzt bin ich wieder in der Tanke. Nein! Ne. Vor allem, wenn du beim Gas gibst, durchdrehen die Räder, das fehlt auch echt gerade auf dem Lenk nicht. Also, ey, ich finde das so genial. Hammer. So, mal gucken, wie lange ich jetzt wieder bremsen kann. Wenn du die Bremse nicht benutzt, bleibt sie heile. Ja, was bringt mir eine heile Bremse, wenn ich sie nicht benutze? Dann ist jetzt ja, gut, du musst halt eben nicht in die Tanke zum Reparieren. Oh, fett abgeflogen bei diesem Scheißsprung, ich bin extra langsam gefahren. Wenn ich sie nicht benutzen würde, nur mal angenommen, dann hätte ich auch gleich wegbleiben können von der Tanke. Am Anfang konnte man da viel schneller rüberfahren, jetzt fliegst du einfach jedes Mal mit Rollen ab. Diese Rollen sind so nervig. Mit Gaswegnahme und 160 rüber und dann geht das. Ich war mega langsam, keine Ahnung welche Geschwindigkeit es war, aber es war viel langsamer als am Anfang, wo es geklappt hatte. Außerdem kann ich kein Gas wegnehmen, ich kann Gas geben oder bremsen. Ja. Dass du trotzdem noch relativ gut bist, das... Ja. Vor allem bei Ägypten hat er ja echt gut mitgehalten, ne? Und also der hat ja echt auch 56er Rundzeit oder so gehabt. Wie? Nee, 57 war es. Ja, aber wie kannst du mit solchen Zuständen solche Zeiten fahren? Das geht doch gar nicht. Wie soll denn das gehen? Also wenn ich das hätte, Ich glaube, da würde ich dann mit Gamepad noch besser fahren als solche Zustände, die gehen. Ja, da gehe ich von aus. Oh, Gamepad, ne. Ja, beim Gamepad ist zumindest Gas da, wo Gas ist. Ja, mir ist auch Gas da, wo Gas ist. Und Bremse ist auch da. Ja, aber da geht's ja nicht. Es sei denn, du müsstest mit der Gangschaltung Gas geben oder so. Oh Gott, jetzt wird's aber interessant. Meine 95er Bremse schon wieder hier. Das ist frustrierend, die Bremse. Also auf 2 Reifen fahren oder was? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber ich hab's überlebt, also ich beschwere mich nicht. Aber an der Wand ist die Bremskraft immer die gleiche, praktisch. Ja, habe ich am Anfang auch gemacht. Das ist das zweite Mal, dass es von mir geklappt hat, dass ich nicht gecrashed bin. Weil ich mir dachte, oh guck mal, das Ding fliegt ab, dann mache ich mal lieber langsamer. Hauptsache ich mache eine bessere Rundenzeit mit 95% Bremse. Da dürfen manche wieder bei 61% reichen. Perfekt, das sagt alles, wie schlecht dann die Rundfahrt gewesen sein muss. Du scheiß da drauf. Jetzt hat er sich an den blöden Leitplanke festgekabelt. Nein! Auto, bitte, 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 bitte. Ich gebe ja Halbgas an. Ich verstehe, es regnet. Why? Boah. Diese Bremse. Es wird schon wieder lustig. Bei der, wenn man die Bremskraft und den auf dem... Das sind schon wieder 66%. Das ist doch zum Kotzen. Ich verstehe nicht, wie ihr dazu schafft, dass die Reifen so harmlos sind. Ich bremse, rutsch, 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 rutsch. Prozentzahl von Reifen gehen dabei hoch. Die Reifen habe ich auch schon wieder bei 50. Ja, die Reifen habe ich auf... Habe ich gut im Schuss eigentlich. Das ist nur die Bremse, die mich hier quält. Ja, ich bin hinter der Leitplanke so unpraktisch, oder hinter dem Schild, besser gesagt. Oh, Scheiße. Oh, bin ich froh, wenn dieses scheiß Rennen vorbei ist. Das ist anstrengend, ja. Das Rennen ist gar nicht mal so nice. Wir hätten so schlecht gelacht. So, Wand. An der Wand ist die Bremskraft noch voll da. Oh, 100% Bremse habe ich wieder. Oh, wer ist das denn? Ich will mich entrunden. Oh nein, 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 100% Bremse, das geht doch nicht so. Das war der Effekt von 100% Bremse, die Kurve. Ich glaube, nach dem werden wir jetzt erstmal ein Stück nehmen. Junge, Junge, das ist aber auch echt ein Witz mit dieser Bremse. Uff. Ja. Nein, die Bremse kriegt das doch nicht hin. Mann. Die kriegt das doch nicht hin, die Bremse. Was soll ich denn machen? Ich benutze die Bremse und quasi bremst da gar nicht. Also das ist wirklich sehr spannend. Vielleicht 100% Bremsen an sich, oder? Dachte ich, sag das mal, das Offensichtliche hier. Muss mal ausruhen. Ich muss gleich mal gucken, ob Gaswegnahme und Bremsen den Unterschied noch macht. Wahrscheinlich nicht mehr. Sehr geringfügig. Ich bin auch schon wieder bei 680. Ja, ich habe die 98 erreicht. 84. Warum schont ihr eure Bremsen denn so? Wie kann man denn Bremsen schonen? Ja, unter 90%. Wie oft warst du an der Tanke? Einmal. Siehst du? Oh, ich fahr gleich okay. Das nächste Mal hin. Boah, scheiße, aber die letzte Runde gehe ich jetzt nicht an die Tanke. Das ist halt kompletter Quatsch. Wie, du bist schon in der letzten? Ja. Aber die letzten beiden Runden waren eine absolute Qual mit der Bremse. Ich krieg den nicht gebremst, ich verreck nicht, wieder Unfall. Ich glaube, du müsst da gleich ein bisschen länger auf mich warten. Wieso, welche Runde bist du denn? 14. What? Ja, nein. Vergessen, dass man bremsen sollte. Oh, überlebt. Kannst du eh nicht mehr. Ja, ne, man muss halt einfach da 2 Kurven früher anfangen zu bremsen. Ja. Oh, Mensch. Ja, natürlich. Mach beim Auflanden im ersten Gang und mach den Umdrehung auf, wo die Anfangsumdrehung wieder anfangen, den Dreh zermessern, so dass ich direkt 10% Motor habe. Ist klar. So, dann muss ich ab hier schon anfangen zu bremsen, damit ich diese Kurve schaffe. Ist das richtig? Korrekt. Wahrscheinlich, ja. Das war korrekt, ja. Der hat immer noch 40 Bremsen. Ich zähle jetzt ganz schön runter. Gut, nach dem Rennen habe ich den zweiten, den dritten und den vierten Platz habe ich alle schon gehabt. Dann wird auch das nächste Rennen Zeit für den ersten. Ja, also Kirsche konnte ich nicht halten mit den Bremsen. Das ging nicht mehr. Der ist immer umgekippt. Ich habe überlegt, ob ich jetzt mich strategisch wieder überrunden lassen sollte, dass ich die letzte Runde nicht fahren muss. Es wird mich erstaunen, noch eine Runde zu fahren. Wer hat mich denn da jetzt angeschrieben? Das ist Pete, der sagt, ich komme doch noch oder so. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch nicht angefangen. Gerade ist mein Besuch weg. Na, bei HP2 hätte das ja fast gepasst noch. Ja, gestern kam er auch, kaum dass wir aufgehört haben, kam Pete, wo seid denn ihr? Ja. Na gut, da muss man aber fairerweise sagen, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja gut, aber er hat dazu geschrieben, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich meine, das war um 10 PM. Um 10 Uhr nachts steht er auf. Also, keine Ahnung, wie das gemeint war, aber vielleicht von einem Nickerchen oder so, oder sonst kann das ja nicht sein. Ja, aber, also, dass manche Leute um 16 Uhr aufstehen oder so, habe ich ja schon erlebt, aber 22 Uhr? Also ich möchte hier mal anmerken, diese Rundenzeit habe ich mit 95% Bremse gefahren. Die schnellste Runde? Ja! Obwohl meine ersten Runden waren auch alles crashes. Da muss man sich mal überlegen, wie scheiße diese Rundenzeit eigentlich sein muss, wenn ich mit 95% Bremse diese Rundenzeit fahre. Also die kann nichts tauchen, die Rundenzeit. Das ist mal klar. 1,23. Ich habe 1,24. Ja, ich habe nur 1,30, also... Ja, wie kannst du eine 1,24 fahren mit deinem Gas-Bremsen-Kombinationspedal? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall... Das muss auf jeden Fall auch am Ende gewesen sein. Am Anfang habe ich nur gecrashed. Mindestens 1 oder manchmal 2 oder mehr Crashs pro Runde. Das muss am Ende gewesen sein. Damit würde ich nicht mit umgehen können. Das geht gar nicht. Ist ja gruselig, ja. Ja, das Schöne ist, du hörst, wenn er anfängt zu bremsen, weil es dann quietscht. Oh Mann, ey. Dann muss man wieder ein bisschen mehr drücken. Ja. Wo ist denn gerade Tomate? Wie viele Runden hast du denn noch? Eine. Eine? Okay. Aber die dauert auch noch. Ja, das glaube ich dir. Warte, hast du nicht vor uns angefangen? Ja. Ja. Ich glaube, du bist Letzter. Ja. Ich glaube auch. Also Stevie hat zwar eine 1,31, also schnellste Runde eine Sekunde langsamer als du, obwohl es eine knappe 1,31. Ja, aber nur minus eine Runde, aber Tomate war in der 14. Runde. Genau, das ist ja nochmal... Also Tomate, du hast die langsame Runde sehr viel konstanter hinbekommen. Ja, ich bin jetzt auch wieder der 1... Also meine letzte Runde war der 1,43 gewesen, also... Mit oder ohne Crashes? Resets meine ich. Ja, okay. Ja, ich habe jede Runde Resets. Ja, ich hab's irgendwann geschafft, ohne... Also das ist jetzt wieder so diese typische Strecke, wo ich gerade nicht klarkomme, oder? Bitte? Was für eine Musik? Ist das Gasgas, das Musik? Das steht nur Hard Rock Racing. Ah, nee, das ist was anderes. Nee, okay. Nur im Gegensatz zu vorletzte Woche NFS 4 habe ich nicht die Ausrede, dass ich nichts sehe. Ich kann sehr gut gucken gerade. Trotz der Salzstangen? Ja, die habe ich jetzt woanders hingelegt. Zwischen den Pedalen oder wo? Das würde jetzt zumindest erklären, warum ich so langsam bin. Ja, deswegen. Die liegen jetzt auf der genau gegenübergesetzten Seite, also rechts davon. Was, also die Pedalen oder die Salzstangen? Salzstangen. Also hast du den OK-Knopf jetzt verdeckt? Nee, nee, die sind recht, also ein bisschen weiter vorne sind sie. Also ich kann sowohl Tacho als auch, ja, es ist hier, als auch Schadensanzeige jetzt gut sehen. Okay. Also ist Schaden nicht mehr Salz im Getriebe. Na gut. So, meine Gesamtzeit ist eine 29:39:30. Bist aber ganz schön langsam, du. 3 Minuten langsamer als die. Nur 3 Minuten langsamer? Ja. Ich hätte gedacht, das wäre mindestens 6 oder so. So, Steuerung 4 drücken, Kirsche. Oh ja, tja, erstmal. Ja. Was haben wir denn? Kein Nitro, trotzdem Schaden. Abends. Standard Gravi, Standard Grip. Aber ich hatte die ganze Zeit keine Waffen. Das hat was gebracht anscheinend, das Auto umzuschalten. So, aber kurzes, sehr kurzes Getriebe. Ich hatte vorhin auf kurz stehen. Ah, Scheiße! Ich hoffe, das zählt noch. Was zählt noch? Ich habe die Karre gewählt und jetzt... Was? Und jetzt was? Jetzt ist noch das Keine Ahnung. Solange das Rennen noch nicht begonnen hat, ist alles gut. Okay, das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn ich erst nachdem ich die Karte gewählt habe, erst umgestellt habe, ja? Ne, ist egal. Der schreibt und speichert dann ja eh um. Alle bereit, nehme ich an. 3, 2, 1, go, go. Was war denn hier nochmal Sache? Ich hab vergessen. Ach Gott, ey. Ich verkacke jedes Mal den Start, weil ich mit Halbgas anfahren will. Aber nee, Halbdrücken ist nicht Halbgas. Ja, ich hab Halbgas angefahren. Ja, dafür müsste ich halt deutlich mehr drücken. Oh, da fällt mir ein, ich habe was zufällig gesehen. Wir hatten so mal, dass diese besseren Lenkräder auf Druck, die Bremspedale auf Druck reagieren, nicht auf Pedalweg. Genau, ja. Stevie, bei LKWs ist es trotzdem Pedalweg, kein Druck. Das heißt, die normalen... Ja, du fährst doch so einen LKW-Simulator. Dafür hast du genau die richtigen Lenkräder. Ja gut, aber bin ich eigentlich so langsam? Wo fahrt ihr hin? ETS spielt ja sehr viel und ATS. Ja, es geht, ne? Das ist ein bisschen runter, also schon etwas runter reduziert. Aber kein Nitro, ja, oder? Aber... Nee, kein Nitro. Aber Mozart bringt bald ein LKW-Lenkrad raus. Das ist dann wirklich ein LKW-Lenkrad. Also da muss man aber LKW-Spiele wirklich mögen, glaube ich. Ja, du kannst das Lenkradaufsätze bei einem guten Lenkrad ja wechseln, ne? Du hast dann die View-Base, dann kannst du Lenkrad mal ein Formel-1-Lenkrad benutzen, mal das Lenkrad, mal das, ne? Das kannst du ja auch immer austauschen. Alter, ich schaff's nicht mal an euch dran zu bleiben. Warte mal, ist die... Ah, das Getriebe vielleicht ein Riesenunterschied hier? Du hast das sehr weiche Getriebe nicht drin, aber vielleicht macht das den Unterschied, wer weiß. Ja, aber vorhin hatte ich auch nicht, aber vielleicht ist das dann hier der Unterschied. Wobei früher war es ja auch... Na gut, hier gibt es kein Nitro, das Auto fährt sich gerade relativ gut vom Grip her, also... Ja... Und man kann ziemlich viel Vollgas fahren, ne? Und es geht bergauf, ne? Ja. Früher war es ja das Zeit lang mal so, dass Spiele, die Simulator da waren, dass man dann erwarten konnte, dass die schlecht waren. Ja, kommt drauf an, was für ein Simulator. Also gewisse Simulator. Ja gut, Rennen sind es jetzt nicht, aber... Ne? Also der Gartensimulator wird bestimmt immer noch scheiße sein. Es gab halt irgendwie so einen Notarzt-Simulator, da musste man, wenn man so einen Verletzten hatte... Memory spielen. Ja, genau. Ja, das Video von Soccer TV ist köstlich. Ach, darüber kennst du das auch? Ja, natürlich. Und von alte 4 Games, aber von Soccer TV war noch aber viel besser noch. Ich finde das schade, dass er diese Videos nicht mehr macht, die waren so gut. Ja gut, irgendwann, das ist auch schon 10 Jahre oder so her, da hat alte 4 Games ja auch mal gesagt, dass er so Klamauk nicht mehr machen wollte. Na, alter 4 Games war früher auch mal besser. Kannst du dir bei anderen Content vorstellen? Bitte? Kannst du dir bei alter 4 Games einen anderen Content vorstellen? Ich mochte den aber auch mal mehr, also ich fand den früher... Also früher, so vor 10 Jahren oder so, war das richtig gut. Ja, aber jetzt finde ich den nicht mehr so, weiß ich nicht. Der bringt auch nicht mehr so aktiv Videos. Kommt zu viele gute Spiele. Die Videos wohl über COD hergezogen, die fand ich eigentlich immer richtig gut. Und die Kommentare von den Fans, die waren dann teilweise noch besser. Oh, der Song fetzt ja auch gut jetzt hier. Und die Kommentare von den COD-Fans, die haben sich dann ja meistens darauf geschrieben, ja du und so, was beleidigst du das und was weiß ich nicht und überhaupt. Hier gibt es übrigens eine Stelle, da macht ein Wallride Sinn. Du kannst, das ist aber normal, also... Wenn du halt gegen eine COD shootest, musst du mit solchen Kommis immer rechnen. Geht doch eh nichts gegenüber Quake Champions, ne? Quake Champions, das ist King. Ich hab das nur einmal gespielt für ein Video. Ja, das war der Fehler. Ja, auf meinem Rechner läuft nicht, aber Quake Champions ist schon geil. Und hier... Quake 3 war damals auch richtig geil. Und hier, oder na gut, was heißt Quake 3? Also Quake 3 früher und später dann halt Quake Live. Weil Quake 3 ist ja eigentlich obsolet zu Quake Live im Prinzip mehr oder weniger. Na. Genau. Ja, Quake Live war schon eine coole Zeit. Ja, hallo. Ja, okay, wir setzen uns. Also bei dem Schneebereich, wo diese 2 Rechtskurven sind, wo die Leit... ja, vor dem Tunnel da. Das sollte man wallriden. Das ist wesentlich besser. Aber hier ist das mit dem Schaden jetzt wieder jetzt die Grenzen sehr stark, oder? Ja, der Wagen hat ja auch Grip und wir haben kein Wetter und ne. Und Standard-Gravi. Gut. Grip war jetzt eben auch nicht so viel schlechter als Standard-Grip, also... 109 statt 180. Ach so, echt jetzt? Ja, okay. Ja, 109 war ganz gruselig. Diese eine Kurve sollte ich mal besser fahren. Ich dachte irgendwie 100 wäre Standard, keine Ahnung. Nee, 180 ist Standard. Ja, genau. Autsch. Ja, und das Auto fährt ja auch nicht sonderlich schnell. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, fahrt mal langsamer. Die eine Stelle fahre ich immer gegen die Wand, das sollte ich mal unterlassen. Ja, fahr mal häufiger gegen die Wand. Ah, das sieht schlecht aus. Was ist denn los? Kann man das Vollgas fahren? Ja, ich komme nicht hinter euch her, das ist los. Die Stelle kann man sogar Vollgas fahren. Ja, das ist so ein Unterschied, ja gut, wer weiß. Wobei, was ich interessant finde, ist, dass es bei den neuen Need for Speeds da jetzt nicht so eine Fanbase gibt, wie es halt bei COD der Fall ist, die dann beleidigen und was weiß ich nicht. Also jedenfalls habe ich das da noch nicht gesehen. Weil das ist ja eigentlich auch eine extrem große Reihe und was weiß ich nicht alles, die auch von sehr gut nach sehr scheiße gewechselt ist irgendwann. Na gut. Ui. So schlecht finde ich jetzt Payback nicht, so deswegen. Nie gespielt, keine Ahnung. Fuck it. Ja gut, es wird wahrscheinlich besser sein als alle CODs nach COD 2, davon mal ab, aber... Das sehen andere CODler anders. Was sagst du nur, weil dir dieses ganze Leveling dich nervt? Das wäre ja auch eigentlich nicht, wenn man ganz genau ist. Wenn es ein bisschen wäre, das wäre ja nicht schlimm, aber wenn sich halt wirklich... oh, jetzt ist er doch umgekippt, scheiße. Geht doch nicht Vollgas. Halt wirklich, seit MW1 ist das halt wirklich so, dass es hauptsächlich darauf ankommt und ich finde das... Gib doch mal Gas, wenn du... Alter, ist No-Go. Was ist denn für eine Beschleunigung, sag mal. Oh. Ich sollte irgendwie nicht so langsam fahren. Ja. Ich sollte auch weniger gegen Wände fahren. Das Einzige, was mir bei Payback auf den Senkel geht, boah, ist, dass du gucken musst, ob die der Tuning-Shop auch dein Tuning hat. Also so dieses, ja, Kartenprinzip. Haben sie gerade meine Karte oder haben sie sie gerade mal nicht? Aber da fragt man sich halt auch, warum? Also wozu? In Underground 1, da hattest du halt dein Tuning-Menü gehabt und da, von da aus hast du alles gemacht. Nicht spannend, aber witzig, als ich Payback gestartet habe und irgendwann endlich eine Garage hatte, kriegte ich plötzlich ohne Wenn und Aber eine Karre in die Garage gesteckt, die ich seitdem fahre, weil die einfach stronger als meine normale Karre ist. Und zwar Eddie Skyline. Eddie Skyline? Mhm. Ich wusste nicht, dass Eddie Skyline fährt. Ja. Ja gut. Ey, rutscht doch nicht so krass in der Kurve, das macht die Bremse. Die Bremse sei schon. Ja, die Bremse braucht man ja zum Glück kaum, das ist praktisch für mich. Ein, zwei Kürbekes, aber sonst ist eigentlich chillig. Dafür die Reifen so eine Sache für sich. Ich bin bei 30%. Oh, die Runde war besser. Bei mir ist gerade alles gut, also Reifen bin ich bei 6. Nicht schlecht. Autsch. Reifen 14, naja. Wie schafft ihr das? Ja, ich fahre langsamer. Das ist sicherer. Was habt ihr für eine Rundenzeit? 1,15. Uff, 1,15. Oh, okay, ich habe eine 1,16. Ich habe eine 1,16. Oh, dann sind wir hier relativ konsistent an sich. Da bin ich mal aufs Ergebnis gespannt. 1,18 ja, ist ja gar nicht so scheiße. Soweit, das sind dann nur 3 Sekunden weniger. Es geht ja noch. Ja gut, ich habe jetzt alle Plätze bis auf den ersten durch, ne? Ja, aber jetzt ab, diesmal fällt Demon mit Motorschaden aus, wie auch immer er das machen will, und dann bist du Erster. Ja, das, ja gut, ich habe hier schon mal ein nice 2 Rennen gewonnen, so ist nicht. Ich glaube sogar 2 mal schon, aber... Wenn wir bedenken, dass wir das seit 3 Jahren spielen, also... So lange schon, dass ich das Game am Anfang einfach nicht mochte. Oh, nochmal verbessert. 1,14. Oh. Ja, okay, das wird wieder nur ein zweiter wahrscheinlich. Vielleicht sogar nur ein dritter. Ja, muss auch dort auf den Motorschaden. Jetzt kriege ich langsam den Dreh raus, wie es aussieht. Da ist halt die Watt wieder mitgenommen, das wird also eine Scheißrunde. Innerhalb von einer Runde fast 8% Reifen, ey. Wow. Ich muss doch mal wieder mehrmals die Bremsen, obwohl ich die Reifen mal schone. Ja, die Bremsen benutze ich. Ich hätte fast gesagt, die Bremsen benutze ich mehr als die Reifen, aber. Na, es gibt eine Stelle, wo man. Ich zitiere Dennis, du kannst so gut wie alles Vollgas, was hab ich gemacht, deswegen bin ich auch bei über 30% Reifen. Das ist auf die eine Kurve. Gut, fast alles ist ja nicht alles, ne? Also den Schneebereich, da gibt es ein paar, die erste Kurve, die sollte man natürlich nicht Vollgas fahren. Das ist richtig, das hab ich... Das ist auch die Stelle, wo man sich am meisten die Reifen ruinieren kann, wenn man sie zu schnell fährt. 1,15,5. Oh. Tomate kommt da auch langsam hin, wie es aussieht. Ja, der Renntag läuft wesentlich besser als der letzte N.I.C.E. 2 Renntag. Na, die ersten Kurven da gehen ein paar sicherlich Vollgas, aber ich vergesse mal, welche Vollgas geht und welche Gasverknahme braucht. Einfach in der einen Runde alle Vollgas und in der anderen alle Vollbremsung. Ja, aber ich vergesse es dann immer noch. Das ist das Problem. Ja, einfach im Abwechseln machen, dann hast du zumindest mal im Schnitt die Hälfte richtig. Oh. 1,1497. Oh! Du hast mich zwar noch nicht, aber du bist nah dran. 3 Zehntel fehlen dir noch. Jetzt willst du es aber echt wissen, Tom, Mädel. Ja, ich muss ja alle Plätze diesmal durch haben, ne? Wenn wir schon zu viert fahren, wenn ich alle anderen hab. Ich werde auch wieder fast gegengefahren. Ich hasse diese Kurve, Kirsche. Ja, und sie mich auch. Wenn die KI jetzt noch ein bisschen entsprechender eingestellt wäre, dann könnte ich die vielleicht noch ein bisschen mehr für Windschatten nehmen. Genau hier, Demon KI. Gib mal Windschatten. Demon KI. Ja, da ist so eine Demon KI vor mir. Dennis, mach es mal nicht, sonst kommt er zu nah. Nee, ich bin schon weggefahren. Ja, warte, ich kann doch von der KI irgendwo die Stärke runterstellen, oder? Das wär's doch. Das ist nicht Cruis'n Blast. Cruis'n Blast hat auch Gummiband bei Spielern. Das hört sich jetzt sehr nützlich an. Oh, nee, wenn ich jetzt nach so einer Überrundung auf einmal so ein Gummiband kriege, dann geht das hier ab. Aber Cruis'n Blast kriegt es auch lustig, aber es ist ja echt hin, dass die Spieler fast immer nur 100 Millisekunden Abstand bis ins Ziel fahren. Das ist so genial. Aber dadurch sind die Rennen auch voll spaßig. Keine Ahnung, der hat nie gespielt. Das ist ein Automatenspiel. Das mit dem einen Pedal, oder? Jo, genau. Nur Gas geben. Mehr brauchst du bei dem Spiel nicht. Wieso? Man kann mit einem Pedal auch Gas geben und bremsen. Ja, das ist bei Cruis'n Blast nicht so eingebaut. Aber Gas wegnehmen könntest du. Aber wofür sollte man das tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Bei Cruis'n Blast Vollgas und dann gib ihm, ne? Ah, schaffe ich die Runde, die 1,13? Nein. Nein, schaffst du nicht. 1,30 vielleicht. Erstmal muss ich die schaffen, dann darfst du die schaffen. Ich hätte es an sich geschafft, aber dann bin ich gegen den Pfosten gefahren. Jetzt ist es 1,1572. Gut, dass du meiner Aufforderung nachgekommen bist. Ich bin dir sehr dankbar. Es hätte aber geklappt, wenn ich da nicht gegen gefahren wäre, also... Das wäre definitiv unter 1,14 geworden. Aber daran sehen wir, dass es zumindest möglich ist. Ja, sicher ist das möglich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch da 1,12 gehen könnte. Ach, 1,10 geht auch. Gib mir Nitro und ich mach das. Wenn die ersten Kurven besser hinkriegt, dann geht er wahrscheinlich auch deutlich mehr. Na gut, wenn ich den die erste Schneekurve brutaler fahren würde, dann würde ich natürlich auch schneller fahren können, aber dann ruiniere ich ja meine Reifen. Kann natürlich sein, dass du da brutaler rumfährst, das weiß ich natürlich nicht. Ja, schwer zu sagen. Ja, schwer zu sagen, auf jeden Fall. Ja, ich verliere die Zeit in den ersten Kurven, definitiv. Wobei die 1,13 werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil jetzt der Reifenverschleiß doch ein bisschen zugenommen hat. Also 1.14, 1.15 ist wahrscheinlich immer noch drin, aber... Also im Moment ist 1.14 das Beste meiner Dinge, mehr kriege ich da nicht rein momentan. Ja, ich hänge bei 1.17 fest. Ich hänge bei 1.18 fest. Sehr gut, Stevie ist 30 Sekunden vor mir, wenn ich eine Sekunde pro Runde aufhole, das reicht nicht. Ah ja, ich hab's. Wirklich? 1.13.63. 1.13.31 bin ich jetzt gefahren. Oh. Wirklich, wie Dennis ist aber auch echt gar nicht zulässt, dass man eine bessere Zeit hat als er, ne? So überhaupt gar nicht. Vor allem direkt hintereinander nachgebessert, ey. Das ist so gemein. Ich hab mich so gefreut, ne? Und dann hab ich mich nur 2 Sekunden freuen können. Jo. Noch nicht mal, wenn es umkommt. Ja, aber unter 1.13, das, also wahrscheinlich wird es möglich sein, aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ja, jetzt erst recht nicht, weil ich jetzt kurz auf ein Side-Wheelie gemacht habe. Also ich habe es zwar gut überlebt, aber das wird wahrscheinlich, ja, so 50 hundertstel Sekunden hat das bestimmt gekostet. Ach, das war jetzt der Rollreit ein bisschen langsam. Also man kann es recht konsistent fahren an sich. Oh, ich bin wieder 1.13 gefahren auch. Ja, dann werde ich wahrscheinlich Zweiter nur werden. Hast du den ersten Platz erhofft, okay. Ja, ich bin gerade relativ konsistent im Vergleich zu deinen Zeiten, also... Gut, da du die meisten Runden etwas besser bist, dann wird es wahrscheinlich auch dabei bleiben, aber... Ah, das habe ich aber langsam in dem Dreh raus hier. Bin warm gefahren jetzt. Jetzt mache ich hier gute Zeiten hier. Ja, solange man weiß, wo es lang geht. Aber leider ist Stevie schon Ewigkeiten weg. Warte doch mal, Stevie! Crash mal! Riskier mal was! Langsam. War auch mal eine 1.13. Oder stirb beim Versuch. Ja, das Rennen läuft jetzt wieder relativ gut irgendwie. Wenn ich so an die Zeiten zurückdenke, wo ich noch Tastatur nur hatte. Oh! 1.12.98. Soll das gehen? Der so Dennis heißt. Scheinbar. Endlich 1.12. Der Tomet hat doch eine 1.12 angesprochen, dann wollen wir die auch mal fahren, oder nicht? Oh Gott! Übertreib's nicht mit dem Windstand, ich bin fast umgekippt. Überrundest du grad wen? Ja, Stevie. Der hat mir gerade so viel Windschatten gegeben, dass ich fast mein Auto umgekippt ist in der Kurve. Nein, nicht auf die... Berg. Ah, gut. Du bist aber auch noch in der 16., oder? 17. Ja, ich bin in der 17. Weil ich bin in der 16., da mich überrundet hat. Ja, okay, dann... ja. Da ist der Traum geplatzt. Das ist ganz schön erledigt. Was mir nur Sorgen macht, was ich sehe... Kirsche, du müsstest langsam immer näher rankommen. Ja, das war der Plan. Du müsstest halt mal mithelfen. Ja gut, das war jetzt eine 1.25, das war jetzt natürlich eine richtig beschissene Runde, aber ich musste ja auch das einmal resetten. Ich muss hoffen, dass ich bis zur 20. Runde, also Ende 20. Runde, ich schaffe, 2. zu bleiben. Leider konnte ich durch den Windschatten nicht profitieren, weil ich da fast umgekippt war. Schade. 64% Reifen, wird es langsam immer interessanter. Ja, bist du an die Tankstelle? Die Tankstelle, die lebe ich jetzt nicht, das habe ich mir aber geschworen. Du bist ja auch... Du sollst die auch nicht nehmen, sondern ich. Genau, könnt auch beide nehmen, ist mir egal. Nee, also die Tankstelle, die lebe ich nicht, da... Nee, selbst wenn die Reifen platzen, dann habe ich zumindest den Stolz, die Tankstelle nicht genommen zu haben. Die brauchen wir nicht. Oh. 200 verbessert, naja. Autsch, das war eine Wand. Die 19. Runde wird nichts. Oh, 13,63, aber es ist immer... Ach nee, Moment, das war die letzte. 1,14,0 hatte ich jetzt. Irgendwie auf unter 1,13. Eigentlich eine hohe 1,12, ne? 1,12,96, aber eben unter 1,13. Aber streng genommen kann mir egal sein, ob ich das noch schaffe, weil der jetzt fürs Ego wird sowieso nicht mehr, weil der hat sich jetzt erledigt. Aber für den Stolz. Ja, das ist das Einzige, was es noch bringt. Aber ich fahre gerade an relativ viel KI vorbei, also... Gibt auch sehr gut Windschatten, also mit etwas Glück kann das sogar noch richtig... Ja, mit Windschatten, ja, come on. Ich habe das ohne Windschatten gemacht. Der stand jetzt vor der Kurve, genau, der Arsch. Crash mal. Du kommst doch sowieso immer näher, also was ist mit dir? Ja, aber es reicht nicht, crash mal. Das gibt's echt nicht. 1,13,04. Alter! Nicht mal eine 12? Nee. Oh, nah dran, du. Aber mit Windschatten oder ohne? Mit. Ah. Ja, du hast nicht mit Windschatten geschafft, du wärst fast umgekippt. Naja. Der Stieg hat zu viel Windschatten gegeben. Na gut, der eine KI-Typ, der mir Windschatten gegeben hat, war auch direkt vor der Kurve. Das, da war der eher hinderlich als alles andere. Na gut. Okay, jetzt 47% Reifen. Das kann doch nicht sein! Ich glaube, da wird von mir nichts mehr kommen. Wirklich, die ganze Zeit, ne, ist er richtig weit weg. Und in den letzten 2, 3 Runden zieht er so an. Oh, das hattest du letztens in der HP2 auch, also... Ja, gut, ich werde... Oh, ich kann Stevie sehen. Dann werde ich wohl Dritter, weil er aus irgendwelchen Gründen auf einmal schneller ist als ich. Na, ich wollte ja auch plötzlich schneller. Ich verstehe es nicht. Der ist auf einmal weiß ich nicht schneller als vorher. Ja, ich ja auch auf einmal. Ich hab's jetzt ja auch den Dreh raus hier, weißt du. Irgendwann lernt man es eben. 92, knapp, also 18 Runden hab ich's geschafft, Zweiter zu bleiben. Und dann irgendwie hat er es irgendwie geschafft, schneller zu fahren. Aber ja, gut. Ich muss ja immer letzter sein, also das ist ja wundert mich ja nicht. Aber meine Reifen sind nicht mehr rund. Weil du beim letzten Rennen bist du nicht letzter. Die Reifen können keine Rundenzeit mehr machen. Also bei dem Rennen von vorhin, da bin ich auf alle Fälle der Letzte. Wow. Oh ja, kipp um. Natürlich. Ah, die kippt um, die kriege ich auch noch. Naja, okay, vielleicht nicht. Ne, nicht bei 2 Minuten Rückstand, oder was er mit der oben anzeigt. Heißt doch Vollgas jetzt. Fuck. Ach Gott, die letzte Runde nochmal richtig reinscheißen, oder was? Ja, jetzt ist... naja, gut durch. Was ist das für ein Auto? Ich verstehe das gar nicht. Soll das ein Kadett sein? Oder ein Calibra oder ein Calibra oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Ich verstehe es nicht, wie auf einmal Kirche so schnell sein kann. Ich würde ja jetzt gerne gucken, wie viel Reifen ich habe, aber wahrscheinlich habe ich da noch mehr als du. Ah, leider die Wand gecrasht. 39% Reifen. Wie? Warst du an der Tanke einmal? Nope. Hä? Ich habe 51 Reifen, aber ich habe das jetzt echt gepusht wegen dem Rundzeiten-Duell vom Tomete. Ich habe ein Standbild. Ja, weil es zu Ende ist. Yeah. Ich durfte nicht mal ins Ziel fahren. Oh. Oh. Ja gut, das passiert ja manchmal. Aber er hat den Rennende geschätzt. -1. Ja, ja, aber intern kennt er ja die Rundenzeit. Also wenn es jetzt nicht über Rundung gewesen wäre, hätte das der geschätzte Rundenzeit gestanden. Ich ist die ganze Zeit weg und in den letzten 3 Runden. Oh, 1:13,16. Das ist keiner schneller auf einmal. Jupp. Also Reifen waren halt noch gut und am Anfang hat einfach viel gecrashed und deswegen bist du weggefahren. Ich verstehe, weil irgendwann wurde es halt 80%. Ja gut, aber das erklärt's. Das erklärt's direkt. Hey, ich weiß nicht, wie Jan das fährt. Reifen schon, nein, ich. Der sanft. Guck dir einfach das Video an. So, was sind, wie sieht's mit den Gesamtzeiten aus? Ich habe schon weiter gedrückt. 26:41 für Demon und minus 1 Runde für Kirche und Stevie. Oh, 26 irgendwas, das ging nach großen Vorsprung. Ich habe eine 27:22. Ja, 40 Sekunden, glaube ich, ne? Fehlen dann. Ja, ja. Aber damit solltest du locker Zweiter sein. Wir können jetzt von uns nicht sehen, was die Zeiten sind, aber sollte für locker einen Zweiten reichen. Wenn es 40 Sekunden ungefähr sind, dann hat er mich ja nicht überrundet, also... Ne, Stevie habe ich bloß gekriegt. Aber sonst habe ich keinen überrundet, ne. Oder? Nein, aber ich steht auch minus 1, oder nicht? Habe ich? Echt? Da habe ich das nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt zwar auch gar nicht mehr, aber bestimmt überrundet. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber höchstwahrscheinlich.